Ja, willkommen zurück. Wieder hier auf der Bühne 3 auf der FOSQIZ, der virtuellen FOSQIZ. Zweiter Tag in diesem Track, in dem es um Neuigkeiten aus den Open Source Projekten geht. Gerade eben hatten wir das Degree-Projekt, ein absoluter Klassiker auf der FOSQIZ und auch in der Open Source Welt. Und kommen wir auch schon zum nächsten Klassiker. Das ist das Mapbender-Projekt. Ich habe auch mal nachgeschaut. Die Version 3.0.0.0, die ist ziemlich genau vor 8 Jahren erschienen. Und der Olaf Knopf von der Firma Ware Group aus Bonn möchte uns doch jetzt mal zeigen, was es denn da an Neuigkeiten so gibt. Ich glaube, es ist die beste WebGIS-Plattform oder sowas auf der Webseite, habt ihr geschrieben. Lass uns doch mal bitte hören, was denn das auszeichnet, das Mapbender-Projekt, was dort Neues gab. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Mapbender besser denn je. Mein Name ist Olaf Knopp. Ich bin Geschäftsführer der Ware Group und ich bin auch Chair des Mapbender-Projektes und habe deswegen die Gelegenheit und die Ehre, Mapbender heute vorzustellen. Ein OSGEO-Projekt, das erste OSGEO-Projekt sogar. Und ich möchte hier heute auf die aktuelle Entwicklung der Mapbender 3.2-Version eingehen, die wirklich einige bahnbrechende Neuerungen mit sich bringt. So, jetzt schalte ich mal eben auf die Präsentation um. Gut. Klappt ja super. Okay, also fangen wir an. Was ist Mapbender? Mapbender ist eine Software zur Erstellung von WebGIS-Anwendungen. Das ist erstmal relativ profan, aber das Besondere an Mapbender ist, es ist wie ein CMS dafür gemacht, um solche Anwendungen letztlich ohne Programmieraufwand erstellen zu können, das heißt, ohne eine Zeile Code schreiben zu können. Wenn man Mapbender runterlädt, kann man sich ein Geoportal oder eine Webanwendung erstellen mit sehr komplexer Funktionalität, Digitalisierung, Suchen, Export, Import, Drucken, ohne Code schreiben zu müssen. Wenn man dann Spezialanwendungen benötigt, wenn man Software anbinden möchte, wenn man Schnittstellen haben möchte zu anderer Software, dann muss man natürlich programmieren, aber erstmal kann man es ohne Programmieren machen. So sieht er aus, also eine klassische WebGIS-Anwendung. Hier besonders auffällig vielleicht der linke Teil. Das heißt also der Teil, in dem man Fachapplikationen sozusagen unterbringen kann, die sogenannte Sidepane, die ihn doch so ein bisschen eher ausweist als eine Software zur Erstellung von WebGIS-Applikationen und weniger von Geoportalen. Wobei man sehr schön Geoportale damit bauen kann, wie zum Beispiel damals das geoportal.de. Es gibt einen schicken Login. Neue Version, gehe ich auch noch gleich drauf ein. Es gibt verschiedene Assistenten, zum Beispiel hier zur Konfiguration von Applikationen, zur Konfiguration von Tools, von Rechten, von Rollen, Applikationen von Diensten, die eingeladen wurden, also WMS-Diensten, in denen ich Layer ein- und ausschalten kann, Sichtbarkeiten verändern kann, soweit es mir möglich ist, Rechte vergeben kann und all solche Sachen. Das ist eine klassische Mapbender-Anwendung, in diesem Falle also eine Bebauungsplan-Anwendung der Stadt Gütersloh mit einiger Spezialfunktionalität. Hier auch eine schöne Anwendung des Eisenbahnbundesamtes, das ist die Lärmkartierung mit Oracle-Daten, die dort modelliert werden und da sehr schön präsentiert werden. Hier nochmal eine Bebauungsplan-Anwendung vom Regionalverband Ruhr. Und hier mal was Schickes, eine ganz einfache Applikation der Stadt Frankfurt, das ist der Bereich, in dem im Frankfurter Stadtgebiet Masken leider getragen werden müssen. Zumindest ist das Stand heute, Ende Mai. Ob das jetzt im Moment immer noch so ist, weiß ich natürlich nicht. Ich wünsche es Frankfurt, dass es nicht mehr so ist. Okay. Ja, wir reden über die Mapbender-Version 3.2. Die Mapbender-Version 3.2 steht im Prinzip seit Mitte 2020, also seit einem knappen Jahr bereit. Ihr voran ging die Version 3.1, die 2020, also April 2020 rauskam und jetzt letztlich aktuell zur FOSQIZ die Version 3.2.5 rausgekommen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufzeichne, ist es noch der Release-Candidate, der jetzt im Mai aber rauskommen soll und dann so den letzten Entwicklungsstand darstellt und vor allen Dingen das neue Backend-Design beinhaltet. Ja, Version 3.1, nach langer Zeit rausgekommen mit OpenLayers 4 und den dazugehörigen Navigationswerkzeugen. Interessanter aber letztlich die Version 3.2, die jetzt aktuell ist mit OpenLayer 6 und allem, was
daran angeknüpft ist. Und da werde ich jetzt mal kurz durch die einzelnen Neuerungen durchgehen. Ich versuche da nicht so ein Feature-Hopping draus zu machen, aber vielleicht lässt es sich nicht ganz verhindern. Ich bin ja auch gleich für Fragen noch da und wer noch weitere Fragen hat, kann zum MapBender-Workshop auch gehen und sich den MapBender mal angucken oder mit meinen Kollegen und Kolleginnen von der Whale Group reden. So, ja, also ich hatte schon gesagt, OpenLayers 6 ist jetzt Standard in MapBender. Ich hatte immer schon OpenLayers als Kartenclient in der Version 3, lange Zeit 3.2. Ich sage mal ganz doof, wir brauchen eigentlich nur ein Viereck, was Karten darstellt. Ob das OpenLayers 2, 6, 7, 15 oder 20 ist, ist uns eigentlich egal. Aber die Zeit geht weiter, es gibt neue Standards, neue Funktionalität und so versuchen wir natürlich auch da am Puls der Zeit zu bleiben. OpenLayers 6 heißt, momentan habe ich noch die Möglichkeit, im Backend zwischen OpenLayers 2 und 6 zu wählen. Das erleichtert einem den Umstieg von MapBender 3.0 auf MapBender 3.2, weil konfigurierte Applikationen relativ einfach umgezogen werden können und erstmal auch im neuen MapBender mit OpenLayers 2 betrieben werden können. Auffällig vor allen Dingen sind die neuen Navigationstools. Ein paar Sachen sind verschwunden. Dieses Vorwärts-Rückwärts ist verschwunden, gehe ich gleich auch noch drauf ein. Dafür ist aber dieses Rotationswerkzeug reingekommen. OpenLayers ist in der Lage, die Karten zu rotieren. Das kann MapBender jetzt halt auch. Und eine zusätzliche Besonderheit ist, wir haben lange darauf gewartet, das stufenlose Zoomen, was in der neuesten Version auch konfigurierbar ist. Das heißt, ich kann Zoomstufen in meiner Applikation konfigurieren, Standard-Zoomstufen, bin aber in der Lage, über Maus oder Mausrad auch stufenlos in der Karte zu zoomen, zu einem Maßstab, der mir jetzt gefällt. Und diese Fähigkeit kann ich konfigurieren. Das heißt, ich kann einer Applikation sagen, du bist stufenlos zoombar oder nicht. Das kommt eben darauf an, was man möchte. Möchte man eine reine Beauskunftung haben? Möchte man amtliche Kartenausschnitte erzeugen? Das ist halt ein Unterschied. Das mache ich im Backend. Das heißt, ich kann also hier unten sagen, für jede Applikation einzeln, du hast feste Zoomstufen oder eben nicht. Dann, vielleicht nur Schönheit, aber auch wichtig, ist das Redesign des Administrations-Backends. Hier sieht man jetzt das neue Login. Wer das alte Login kennt, weiß, das war alles noch ein bisschen, ich sag mal, pragmatischer. Wir haben jetzt hier ein schönes Login, in das wir auch ein schönes Bild eingebaut haben von meinem Kollegen, dem Fabian Jensen. Wer es kennt, das ist wohl Neuseeland. Ich war noch nie da, ich kenne nur den Herrn der Ringe. Aber das kann man natürlich dann später gegen ein eigenes Foto austauschen, wenn man da eine Applikation bauen möchte. Und man sieht hier, das Design ist ein bisschen aufgeräumter. Die Navigationselemente sind nach oben gewandert in so einen Header, sind weg von diesem klassischen, ja, Pulldown-artigen Daumenmenü an der Seite. Es ist alles weiß-grau gehalten, sehr modern. Ansonsten grundsätzlich hat sich natürlich nichts geändert. Das Administrations-Backend selber von der Funktionalität ist zwar entschlackt, sehr vereinfacht, sehr vereinheitlicht worden, aber vom Kern her immer noch das Gleiche. So, wichtig natürlich, Frontend folgt, da sind wir jetzt gerade dran. Wir haben uns das Backend als erstes vorgenommen, weil wir dachten, es wäre einfacher, Pustekuchen. Das war ein ganz schöner Höllenritt, wie man so schön sagt, aber jetzt sind wir fertig und jetzt kommen wir ans Frontend. Es gibt auch eine komplette Trennung zwischen Frontend und Backend-Design. Das heißt, ich kann ein Standard-Backend benutzen, aber ein Frontend so anpassen, wie ich das haben möchte. Das ist nur ein Entwurf, aber da sind wir gerade kräftig dran. So, kommen wir nun zur Funktionalität. Eine schon etwas länger im MapBender befindliche Funktionalität und jetzt seit einem halben Jahr im MapBender 3.2 auch drin, sind die freien Dienstinstanzen, die mit der Unterstützung des Oberbergischen Kreises eingebaut wurden. Das heißt, wer MapBender kennt, weiß, dass wenn ich an den WMS einlade, dann konfiguriere ich den in meiner Applikation so, wie ich den brauche. Das heißt also, ich schalte Layer aus, ich verändere Zoomstufen, ich mache die abfragbar oder nein, ich nehme den Druck auf ja oder nein, solche Dinge halt. Das musste ich bisher in jeder Applikation neu machen. Das kann ich jetzt zentral abspeichern. Das heißt, ich kann jetzt sagen, diese Konfiguration, so wie sie jetzt ist, möchte ich speichern als Diensteinstanz und die kann ich in jeder anderen Applikation auch verwenden. Die kann verändert werden, die kann editiert werden, die kann gelöscht werden. Und ich habe dann eben auch eine Möglichkeit, das im Backend zu verfolgen. Das heißt, ich habe im Hintergrund, sehe ich jetzt hier, pass auf, das ist also eine Datenquelle, diese OpenStreetMap-Geschichte. Und wenn ich darauf gehe, sehe ich, in welchen Applikationen die benutzt wird und kann dann immer noch entscheiden, möchte ich sie löschen oder nicht. Oder frage ich vorher mal meine Kollegin, ob sie den vielleicht behalten möchte. Auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn ich eine größere Anzahl von Applikationen administriere
und immer den gleichen Dienst in einer sehr stark angebannten, passenden Version benötige. Ja, hier sieht man es, wenn ich ihn lösche, sagt er mir, pass auf, der ist in diesen 7 Applikationen da drin, willst du es echt machen, ja oder nein? Dann haben wir komplett noch einen Digitizer eingebaut, das heißt, wir haben die komplette Digitalisierung zusammengepasst, Punktelinie, Polygone, Kreise, Rechtecke und so weiter und so weiter. Das ist auch alles ein bisschen eleganter geworden, ein bisschen schicker geworden. Das heißt, ich habe auch Digitalisierungstools, die sich dann anpassen an das Element, was ich gerade auswähle. Ich habe andere Möglichkeiten, je nachdem, ob ich einen Punkt digitalisieren möchte oder eine Linie oder ein Polygon digitalisieren möchte. Dann haben wir eine sehr schöne Sache mit der Stadt Gütersloh gemeinsam umgesetzt. Das ist das sogenannte Feature-Info-Highlighting. Wenn man jetzt solche Daten hat wie hier, also Daten, die sich überlappen, in diesem Falle also Geltungsbereich von Bebauungsplänen, oder wenn ich Punkte eng beieinander liegen habe und über einen Puffer immer verschiedene Ergebnisse erreiche, dann gibt es nun die Möglichkeit, in dem Feature-Info-Fenster über so ein Feature-Info-Highlighting die angeklickten Elemente in der Karte dann anzuzeigen. Das heißt, ich weiß also dann, welches Feature-Info zu welchem Element gehört, weil das gehighlightet wird. Das erleichtert mir sehr die Zuordnung der Ergebnisse. Auch eine Funktionalität, die im 3.0er und im 3.2er drin ist. Ja, dann ein ganz wichtiges Thema, das konfigurierbare responsive Verhalten. Das heißt also, die große Krux, wie bekomme ich so einen riesen Bildschirm, ein Viel-Zoll-Bildschirm auf ein 4-Zoll-Handy. Ja, wie mache ich das mit einer Applikation? Da haben wir uns ein paar Gedanken zugemacht. Nämlich, was ist denn sinnvolles responsives Verhalten? Ist ein sinnvolles responsives Verhalten, dass ich ein komplexes Geoportal auf einem 4-Zoll-Handy mir angucke? Wir sind der Meinung, nein. Hier zum Beispiel die Lärmkartierung dargestellt auf einem iPhone 5. Naja, kann man nicht benutzen. Ist aber so komplex, dass unserer Meinung nach die Applikation, so wie sie existiert, auch gar nicht portierbar ist auf ein mobiles Gerät. So, deswegen sind wir der Meinung, es gibt ein mobiles Template für die klassischen Mobilapplikationen, also das heißt für ein Handy. Und alles, was größer ist, also alles ab, ich sag mal, 10 Zoll plus, ist für uns eins, wird bedient wie, naja, wird immer gleich bedient, ob über Touch oder Maus, ist uns letztlich egal. Und es basiert auf einem Template. Dieses Template ist aber so responsiv, dass es zum Beispiel entscheidet, ich zeige ihm Schriftung an, ja oder nein, weil ich habe ein 40-Zoll-Display oder ich habe ein 10-Zoll-Display. Aber wir machen da eine klare Trennung. Wir sind der Meinung, auf einem Handy möchte ich eine andere Anwendung haben als auf einem Notebook oder auf einem Desktop-Rechner. Das heißt, es geht nicht nur um die Darstellung für der Elemente. So, wie haben wir es gemacht? Wir haben das so eingerichtet, dass man im Backend in der Lage ist, für jedes Element und für jeden Bereich in einem Template, also die Sidebands, der Header, der Footer, zu sagen, du bist sichtbar auf allen Bildschirmen, du bist sichtbar auf einem Handy, du bist sichtbar auf einem Tablet oder einem Monitor. Und so kann man also zum Beispiel sowas machen wie einen komplexen Layer-Tree, der für einen Desktop optimiert ist, und einen vereinfachten Layer-Tree, der nur für ein Handy ist, und dann stelle ich die Sichtbarkeiten dementsprechend ein. Das heißt, ich habe ein bisschen Pflegeaufwand, kann mir aber Gedanken machen, was ich denn überhaupt haben möchte für eine Anwendung. Auch das ist mit der Unterstützung der Stadt Gütersloh gemacht worden. So, dann haben wir ein paar Tools rausgeschmissen, unter anderem der sogenannte WMC, die ganzen WMC-Tools, diese OGC Webmap-Kontext-Dokumente, die fairerweise, muss ich sagen, auch nie WMC waren. Und haben die durch die sogenannten Share-Tools ersetzt. Das heißt also ein Werkzeug, mit dem ich in der Lage bin, Zustände meiner Applikation zu speichern und jemand anderem zu geben oder wieder zu reproduzieren. Das heißt hier Übergabe an verschiedene Browser zum Beispiel. Das sind verschiedene Tools. Die Grundlage dafür sind die persistenten Kartenzustände. Das heißt, ich kann in meiner Applikation einstellen, du hast persistente Kartenzustände oder nicht, und bekomme dann oben in der OL im Prinzip sowas Ähnliches wie so ein REST-Link, indem meine Applikation, die zugehörige GUI, die Rotation, die Mittelpunktkoordinate, der Maßstab und das Projektionssystem mitgegeben werden. Und das kann ich einfach kopieren und jemandem geben, wenn er die Rechte hat. Das ist die Grundlage im Prinzip für diese Share-Tools. Ich sagte schon, diese Geschichte kann ich halt im Backend jeder Applikation
in der Applikation, nicht im Mapper der Zentral, zusprechen, du hast das oder du hast das nicht. So. Dann habe ich ein zusätzliches Element in der Karte. Unter diesem bekannten Gehe zum Start-Extend zurück gibt es jetzt dieses Vor- und Zurück-Tool, mit dem ich also in der Lage bin, wieder auf meine Ursprungsapplikation zurückzugehen. Nein, das war falsch, was ich gerade gesagt habe. Mit der Karte, mit dem Globus kommt man auf die maximale Ausdehnung. Mit dem Häuschen komme ich auf die Startausdehnung zurück. Das heißt, ich habe hin und her navigiert, habe irgendwelche persistenten Geschichten aufgerufen, möchte jetzt wieder zum Start zurück, mein Stadtgebiet zum Beispiel, drücke auf den Knopf und komme wieder zurück. So, das zweite ist natürlich dann das Share All. Das heißt, ich möchte also diesen Zustand einfach jemandem übergeben. Dafür gibt es diesen klassischen Share-Knopf, das heißt, ich klicke da drauf, die All wird in die Zwischenablage gespeichert, inklusive allem, was ich gerade gesagt habe, EPSG-Code, Maßstab, Kachelmittelpunkt und so weiter und so weiter. Und, das kommt jetzt noch dazu, die Zustände der Layer. Eingeschaltet, ausgeschaltet, Transparenz, ja, nein, und also Opacity, ja, nein, solche Sachen halt. Das kann ich dann auch per OL-Link einfach über eine Mail oder per Twitter oder was weiß ich was weitergeben. Das ist natürlich der Anknüpfungspunkt für ein mobiles Device, das heißt in einem Handy, das wird mir in dem Moment dann sagen oder soll dann später mal sagen, wie möchtest du es denn teilen mit dem oder dem. So. Das ist die Grundlage für die ganzen Share-Geschichten. Als finale Ausbaustufe gibt es dann diesen sogenannten Ansichtenmanager oder diesen View-Manager. Das bedeutet, die Sachen werden nicht in die Uhr gespeichert, sondern die Sachen werden in die Datenbank gespeichert. Das heißt, diese ganzen Informationen sind abgespeichert in der Datenbank. Ich sehe es da unten. Ich kann dem einen Namen geben, kann das beschreiben, was denn das ist und habe dann auch die Möglichkeit zu sagen, das ist nur für mich, das ist öffentlich oder das ist für bestimmte Leute gedacht. Und damit kann ich dann eben Zustände, Sichtbarkeitszustände, die ich regelmäßig brauche, abspeichern und reproduzieren. Jeden Tag kann ich morgens wieder an meine Arbeit gehen, drücke auf den Knopf und bekomme die Ansicht angezeigt, die ich abends eben verlassen habe. Also sehr hilfreich und eben auch die Möglichkeit, das mit anderen Leuten zu teilen. So, hier sieht man jetzt die Möglichkeiten, das ist ja das alte Backend, die Rechte zu vergeben und zu sagen, das ist öffentlich oder nur für mich und so weiter und so weiter und eben allow anonymous, also das heißt, das ist irgendein Portal, da gibt es eine Liste, da kann ich drauflegen und dann zoome ich auf bestimmte POIs oder sowas. Gut, ansonsten sollte das soweit klar sein. So, dann gibt es den Anwendungswechsler, das ist auch ein schönes Tool, das heißt, ich drücke auf einen Knopf, bekomme im Moment noch eine Liste angezeigt von Anwendungen, die ich zur Verfügung gestellt habe. Das heißt, ich kann konfigurieren in einer Applikation und sagen, wenn jemand die Anwendung wechseln möchte, dann hat er diese vier zur Verfügung. Das ist im Moment auch eine Pulldown-Liste. Das könnte später mal auch so eine Thumbnail-Liste sein. Und das bedeutet, ich klicke auf die nächste Applikation und zoome an die gleiche Stelle mit der gleichen Rotation, mit dem gleichen Maßstab und so weiter, wie ich die alte Applikation eingestellt hatte. Das heißt, ich kann sehr einfach zwischen Applikationen hin und her springen. Wenn ich das in beiden eingerichtet habe, kann ich sogar vergleichen, was denn passiert ist auf zwei Bildschirmen und kann mir das angucken und kann im Prinzip gemeinsam navigieren. Nein, es gibt kein Auto hin und her zoomen. Ich muss schon immer den Knopf drücken, aber das funktioniert also ganz schick. So, im Backend kann ich eben einstellen, unter Berücksichtigung der Rechte der einzelnen Leute, welche Applikationen mir denn zur Verfügung stehen, wenn ich den Anwendungswechsler benutze. Das heißt also, nicht jede Applikation hat Zugriff auf alle anderen Applikationen, sondern ich kann sagen, diese fünf darf man sehen, diese nicht und so weiter. So, ach genau, und ich kann auch einstellen, das soll im neuen Tab geöffnet werden oder im gleichen Fenster. Also ich möchte wirklich final wechseln, neue Applikation, oder ich möchte die parallel offen haben. So. Was wir noch eingestellt haben, ist die automatische Erkennung der Bildschirmauflösung. Wir haben uns irgendwann gewundert, warum auf manchen Bildschirmen die Karte unscharf war und auf anderen ist die scharf. War ja klar, in einem Wechsel zwischen alten Handys und irgendwelchen hochauflösenden 17-HD-Bildschirmen sehen Karten halt immer wieder anders aus und manchmal passt auch die aufgerufene Auflösung einfach nicht, die ein Kartenserver liefert. Das heißt, Mapender erkennt jetzt beim Starten, was er für eine Auflösung gerade vorfindet auf dem Rechner, wo er läuft, und fordert dann die Karten dementsprechend an, so dass es da also ein schärferes Bild gibt. Das ist eine wirklich schicke Sache.
War keine große Sache, aber musste erstmal verstehen, warum manche Leute sagten, meine Karte ist undicht, unscharf. Und jemand saß daneben, sagte, komisch, bei mir ist die scharf. Ne? Kennen wir vielleicht alle. So, dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Das ist also das Umbenennung des Redlinings zum Beispiel. Redlining fanden wir dann irgendwann raus, war also das rassische Markieren von Gebieten. Das hat sich so eingebürgert im GIS-Umfeld, das so zu benutzen. Wir haben uns gesagt, nee, das gefällt uns nicht. Wir benennen das jetzt Sketch. Das heißt, es gibt ein Sketch-Tool, mit dem ich also Punkte, Linie, Polygone, Striche und so weiter in die Karte zeichnen kann. Und das, da haben wir auch alles zusammengeführt. Das heißt also auch das Digitalisieren von Kreisen und Ellipsen ist jetzt mit in diesem Tool drin. So. Was machen wir noch im Moment? Wir haben Routing als Standardelement im Moment in Arbeit. Das heißt, wenn man MapBender runterlädt, ist da schon eine fertig konfigurierte Routing-Applikation drin. Dafür müssen wir natürlich auch Karten zur Verfügung stellen. Das Gleiche ist, das wollen wir mit Suchen machen. Das heißt, wir planen also eine Hausnummernsuche, im Prinzip im MapBender auf Basis von Limonatum oder irgendwas anderem zu implementieren, so dass ich so eine grundlegende Hausnummernsuche, zumindest vielleicht im Dachumfeld habe, ohne dass ich die selber konfigurieren muss. Ja, ansonsten ist noch viel im Hintergrund geschehen. Will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Vielleicht aber ganz interessant ist die Konkretisierung der Docker-Szenarien. Das heißt, wir arbeiten momentan daran, dass Docker zukünftig auch Standard ist bei MapBender-Installation. Also MapBender muss gar nicht mehr installiert werden. Wir stellen einen Docker-Container zur Verfügung, um den MapBender schnell zu implementieren. Man kann ihn immer noch anders installieren, aber für uns wird Docker immer üblicher. Das heißt, auch in Projekten setzen wir mittlerweile MapBender eigentlich fast nur noch als Docker ein, weil es viel leichter zu installieren ist. Wir können es im Büro konfigurieren, einfach rüberladen, wo gut ist. Ne? Und wir haben mit den ganzen Abhängigkeiten nicht mehr zu kämpfen, mit der Betriebssystemversion, mit der PHP-Version, mit Symfony, mit PostgreSQL, mit was weiß ich was, das haben wir alles in der Hand. Und dementsprechend natürlich auch alle Leute, die MapBender runterladen. Ja, damit bin ich schon am Ende. Es war doch ein bisschen der Schnelldurchlauf. 20 Minuten ist echt nicht lang. Ich bin noch ein bisschen drüber. MapBender 3, 2 besser denn je. Wir sind der Meinung, ja. Er geht ganz klar den Schritt in die Moderne. Er hat ein ganz modernes Design bekommen. Er wird ein wirklich schickes Frontend noch kriegen. Wir haben wahnsinnig viel Code bereinigt. Wir haben wahnsinnig viel Performance herausgeholt. Wir sind mit OpenLayer 6 in den modernen Kartenclient reingekommen und so weiter und so weiter. Das heißt, MapBender ist mittlerweile wirklich einen weiten Schritt vorangekommen, um als tolle Anwendung weiterhin eben auch viele Geoportale und WebGIS-Anwendungen zu präsentieren. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle für eure und ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch eine schöne FOSGIS. Ich war schon mal in Rapperswil, deswegen weiß ich, wie schön der Blick theoretisch wäre, wenn man da ist, auf den See und auf die Berge. Wer da ist, guckt euch an. Wer nicht da ist, guckt auf Google. Und ansonsten vielen Dank. Ich mache jetzt nochmal hier aus. Ja, ich bedanke mich und wünsche noch eine schöne FOSGIS. Und dann stehe ich jetzt für Fragen zur Verfügung. Bis dann, danke, tschüss. Ja, ein sehr, sehr schöner Vortrag, lieber Olaf. Besser denn je würde ich nach diesem Vortrag auch tatsächlich unterschreiben. Sieht echt klasse aus, was du gezeigt hast, sowohl die Präsentation als auch der MapBender. Vielen Dank. Wir haben einige Minuten Zeit für Fragen. Dein Vortrag ist ein bisschen länger gewesen, hast du auch schon selber gesagt. Im Chat ist eine Frage mit 7 Votes ganz weit vorne. Wo liegen die Stärken, Vorteile von MapBender gegenüber anderen WebGIS-Anwendungen, zum Beispiel QWC, USWeb Client 2, LISMAP etc.? Kannst du dazu was sagen? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also grundsätzlich ist es sicherlich die Flexibilität. Das heißt, ich bin mit MapBender in der Lage, eine ja letztlich unbegrenzte Menge von Applikationen mit einer Installation einzurichten. Ich habe diverse Stellen, an denen ich ansetzen kann, um Schnittstellen zu implementieren, andere Anwendungen anzubinden und so weiter und so weiter. Viele andere Webclients sind da etwas begrenzter, sage ich mal. Die haben also eine Kopplung an einen Server zum Beispiel, an einen QGIS oder so. Das heißt, MapBender ist, ich hatte das ja auch so ein bisschen hervorgehoben,
mittlerweile eher ein Tool, mit dem ich WebGIS-basierte Applikationen einrichten kann, natürlich auch Portale, aber in denen ich in erster Linie auch mehr Funktionalität reinbringen kann, sehr viel individuelle Funktionalität reinbringen kann. Mhm, vielen Dank. Es gibt dann noch drei Fragen mit jeweils zwei Votes. Erstmal auch da von jemandem, der es gesehen hat, hier, danke für die Präsentation. Da ist ein ganz kurzer Hinweis, die Dokumentation müsste wohl noch nachgezogen werden. Es steht doch, hier wird die Dokumentation auf medband.org noch nachgezogen. Die wird noch nachgezogen, ja. Die Sache ist, dass wir sehr, sehr viel Funktionalität reingebaut haben und letztlich permanent die Dokumentation hätten nachziehen müssen. Und ein ganz einfaches Argument ist das neue Backend-Design. Das heißt, wir müssen irgendwann in so einer Heroku-Aktion alle Screenshots und sowas aktualisieren und das wollten wir nicht stückweise machen. Also wir sind aber dran. Also Doku ist in Arbeit. Klasse. Dann werde ich die anderen zwei Fragen noch ganz schnell zusammenfassen. Die erste Frage wäre, ob diese Views, eine schöne Funktionalität übrigens, diese Views, die ihr dort eingebaut habt und diesen View Manager, ob man die auch passwortgeschützt teilen kann. Das ist der erste Teil der Frage. Views, sind die auch passwortgeschützt? Und die zweite Frage, da kann man lange und abendfüllend drüber reden, wie es mit der Barrierearmut aussieht des Clients. Vielleicht nimmst du dafür noch ungefähr ein Minütchen Zeit. Ja, ganz kurz zum Ersten. Also Sie berücksichtigen auf jeden Fall die Rechte der betrachtenden Person, wenn man diese Views benutzt. Das heißt, ich kann also aus einer öffentlichen Anwendung nicht in eine geschützte Anwendung springen. Dann springt MapBender automatisch immer auf den Login-Bildschirm zurück. Das kann man sicherlich ein bisschen eleganter machen. Das ist jetzt momentan in dem View Manager explizit nicht implementiert, aber es ist auf jeden Fall so konfiguriert, dass man nicht in der Lage ist, sozusagen sich hintenrum an eine geschützte Anwendung anzuschleichen, sage ich mal. Barrierearmut von WebGIS-Anwendungen ist sicherlich eine Diskussion, die länger als 30 Sekunden dauert. Kann man natürlich machen. Also ich sag mal, was die Bedienbarkeit angeht, da MapBender komplett frei style- und konfigurierbar ist, natürlich. Das heißt, wir können große Buttons machen, große Schriften und solche Dinge, um die Bedienung zu vereinfachen. Über die Touchpad-Bedienung oder über eine Stiftbedienung ist das ohnehin ja mittlerweile sehr viel einfacher geworden, Web-Anwendungen zu bedienen. Die Karte selber, die ja doch letztlich ja der Kern einer GIS-Anwendung ist, kann ich mir momentan noch nicht vorstellen, wie die barriereärmer werden soll. Außer halt durch andere Zoom-Stufen oder andere Farbwahl natürlich. Ne? Ja. Klasse. Es sind jetzt sogar noch mehr Fragen hinzugekommen. Für die haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Die Fragesteller oder Upvoter würde ich dann bitten, diese Fragen einfach an den Olaf heranzutragen. Der pastet vielleicht gleich seine E-Mail oder private Handynummer in den Chat. Sicher. Nein, es gibt Wege und Möglichkeiten, diese Fragen dort zu stellen. Ich weiß, dass der MapBender oder das Projekt drumherum auch sehr offen ist für jedwede Frage. Meldet euch auf der Mailingliste an zum Beispiel. Genau, ganz kurz noch, es gibt ja auch noch die das Firmenforum, also traut euch in die Netzwerkwelt rein. Da könnt ihr uns und auch die anderen Leute, die hier vorstellen, ansprechen und noch Fragen stellen.